Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Eva Kielinski. Ich arbeite für die Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Landwirtschaft. Das ist ein Zusammenschluss von Biozüchtungsunternehmen und Erhaltungsorganisationen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Also Sativa ist auch dabei, Pro Spezirara aus der Schweiz, Archinoa aus Österreich, Rheinsaat aus Österreich, noch Organisationen auch aus Deutschland. Wir haben uns zusammengetan, als das richtig losging mit der Gentechnik, also vor gut 20 Jahren, weil für diese Organisationen klar war, sie müssen Informationen haben darüber, was passiert. Es war ja dann lange sehr ruhig in Europa, auch dank unserer ganzen Kämpfe, und das ist im Moment, sehen wir in unserer Arbeit, fast ein bisschen ein Problem. Man hat sich ein bisschen darauf eingerichtet in Europa, dass man ja gentechnikfrei ist. Wir haben so gut wie keinen Anbau, ein bisschen was in Spanien, ansonsten aber nicht. Und jetzt rollt gerade wirklich eine riesige, große Welle auf uns zu. Und wir versuchen also mit Händen und Füßen die irgendwie aufzuhalten und merken, es ist insbesondere auch bei der jüngeren Generation nicht mehr viel Wissen, auch über diese erste Phase der Auseinandersetzung vorhanden. Und deshalb habe ich mit meiner Kollegin zwei Broschüren erarbeitet und wir bieten auch ein Schulungsprojekt an, insbesondere auch für Multiplikatoren, also wiederum Bildungseinrichtungen, wo wir ein bisschen in die Grundlagen nochmal einsteigen, erklären, was eigentlich Gentechnik ist, warum wir eigentlich vor 25 Jahren, 20 Jahren dagegen waren, was der Wert der gentechnikfreien Landwirtschaft ist, was uns auch verloren gehen könnte, wenn wir jetzt diese neue Welle nicht wirklich aufhalten können. Und ich muss leider ein bisschen mich wieder zurücknehmen. Wir haben also jetzt nicht wahnsinnig viel Kapazitäten. Ich habe auch noch einen anderen Job in der Schweiz. Aber wir machen jetzt die ersten Angebote. Also bei Sativa sind wir zum Beispiel nächste Woche. Im Frühjahr sind wir in Vorarlberg, haben da 3 Tage mit Bildungseinrichtungen. Wir sind beim Förderprogramm ökologischer Obstbau auch noch dieses Jahr und planen dann jetzt also die ersten Schulungen. Und ich biete das an. Wie gesagt, wir können wahrscheinlich nicht alle Anfragen dann auch bearbeiten, aber wir können sehr gerne auch die Broschüre Ihnen zustellen, wenn Sie daran Interesse haben. Und ich denke, das Thema Gentechnikfreiheit und Gentechnik, da ist wieder aktuell und sollte auch in den Schulen wieder ein Thema sein.